Hallo zusammen. Das wird mal ein etwas kürzeres Video. Es geht um eine relativ einfache Aufgabe, das Maximum in einem bestimmten Feld zu finden. Das bedeutet die größte Zahl. In diesem Fall ist das die 53. Wieder ist die Schwierigkeit für uns Programmieranfänger eine für uns intuitiv lösbare Aufgabe für einen Computer in Schritt-für-Schritt-Anweisungen zu zerlegen, die vollautomatisch ablaufen können. Die zweite Aufgabe, die zweitgrößte Zahl zu finden, ist tatsächlich etwas kniffliger, als man es zunächst vermutet. Stopp das Video an dieser Stelle und versucht erst einmal selbst zu überlegen, wie man das machen kann, oder programmiert direkt ein Programm in Java. Viel Erfolg! So, zur Lösungsidee. Zum Glück können wir ähnlich vorgehen wie bei der linearen Suche. Wir brauchen wieder einen Zähler, i, der von vorne bis hinten durch das Feld geht. Schließlich können wir keine Annahme darüber machen, wo sich das Maximum befindet. Aber wir brauchen noch eine zusätzliche Variable, die die bislang größte Zahl speichert. Nennen wir sie einfach max. Die Idee ist, dass jedes Mal, wenn wir im Feld auf eine Zahl stoßen, die größer ist als das bisher angenommene Maximum, überschreiben wir mit dieser neuen Zahl den Wert in max. Da stellt sich die Frage, welchen Startwert Max haben soll. Zunächst mal denkt man, minus 1 wäre eine gute Idee. Aber dann merkt man, Moment mal, es kann auch Felder geben, wo nicht nur manche negativen Zahlen vorkommen, sondern auch, wo alle Zahlen negativ sind. Und dann wäre das keine gute Idee. Als nächstes denkt man, naja, wie wir auch schon mal verwendet haben, könnte man Integer Min Value verwenden. Aber es geht tatsächlich sogar etwas einfacher. Und zwar nehmen wir einfach an, dass die größte Zahl, das Maximum im Feld an der Stelle 0 ist, in diesem Fall die 34. Und dann fangen wir einfach ab 1 an, durch das Feld zu gehen, denn wir müssen ja nicht die Zahl an der Stelle 0 mit sich nochmal vergleichen. Und dann gehen wir weiter durch das Feld. An dieser Stelle finden wir eine größere Zahl, die 53, die ersetzen wir dann an der Stelle, also in der Variable max. Und damit sind wir im Prinzip fertig und wir geben die Zahl, die in max gespeichert ist, als Antwort auf diese Aufgabe zurück. Das war's schon. Gucken wir uns jetzt einmal an, wie das in BlueJay aussieht. Okay, los geht's. Ich habe schon mal etwas vorbereitet, eine Klasse Maximum, die Methode FindMaximum, die wir gleich schreiben werden, und dann schließlich die passende Testmethode TestFindMaximum, mit der wir sie fernbedienen sozusagen. Also machen wir den Methodenaufruf mal zuerst, eine Variable max, und die soll FindMaximum aufrufen. So, was braucht die für Daten? Na klar, wieder das Feld, was durchsucht werden soll. Also erster Schritt hier als Parameter int a ist das Integerfeld, das durchsucht werden soll. Und welchen Rückgabetyp haben wir? Nun, ein int, denn es handelt sich ja um ein Integerfeld, das heißt, die größte Zahl wird auch ein Integer sein. So, ja, gut, dann machen wir es genauso wie eben beschrieben, eine neue Variable Maximum und die fängt an mit dem Wert von a an der Stelle 0. Dann kommt die klassische Vorschleife. So, und die fängt an bei 1, geht bis a.length und i wird dann immer um 1 erhöht. So, das ist nichts Neues. Da fehlen noch die geschweiften Klammern. Und ja, los geht's. Dann haben wir gesagt, jedes Mal dann, wenn wir im Feld ein Element finden, an der Stelle i, also immer das aktuelle, welches größer ist als max, dann wollen wir den Wert von max neu setzen. Das heißt, max wird dann a von i. So, bei diesen Operationen muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht Stelle und Element miteinander verwechselt. In diesem Fall habe ich lange überlegt tatsächlich, ob wir hier besser die Stelle abspeichern sollen, an der sich das Maximum befindet. Am Ende interessiert uns aber das Maximum als Zahl. Das heißt, ich habe mich da dagegen entschieden. Aber
Das heißt, wenn ich hier etwas vergleiche, dann ist das in diesem Fall wirklich der Wert an der Stelle i und das, was gespeichert wird, ist dann auch der Wert, das Element, nicht der Index. Das ist wichtig. So, an dieser Stelle aber kann ich dann Max zurückgeben und das war's schon. Die Aufgabe ist gelöst tatsächlich. Ich lasse es auch mal laufen, falls ihr mir nicht glaubt. Unwahrscheinlich, aber naja. Gut, schauen wir mal. Neues Bums-Dings. Und dann testen wir das. Dann brauchen wir. Achso, ja, sehr witzig. Da muss ich natürlich auch irgendwas ausgeben, denn sonst keine Zigarre. Ne? Das Maximum ist Leerzeichen plus und dann die Variable Max. So, nächster Versuch. So, das Terminalfenster öffnet sich und er hat die 53 gefunden. Das ist doch schon mal schön und damit sind wir fertig. Also wir sind vor allem deswegen fertig, weil man hier nichts Besonderes mehr bedenken muss. Wir hätten tatsächlich nur ein Problem, wenn wir ein Feld bekämen, welches leer ist. Ne, in allen anderen Fällen, auch wenn das Feld nur ein Element hat, kein Problem, dann wäre das erste, beziehungsweise das nullte Element an der Stelle 0 eben gar kein Fehler. Dann wäre i mit 1 aber nicht kleiner als 1, was jetzt in dem Beispiel die Länge sein soll. Das heißt, die Vorschleife wird nicht ausgeführt und es wird einfach der Wert an der Stelle 0 zurückgegeben, was ja auch korrekt ist. Allerdings machen wir hier die Annahme, dass das Feld mindestens ein Element hat, was zwar normalerweise der Fall ist, aber das sind so Fehler, von denen man immer in diesen berühmten Sicherheitslücken liest, weil ich im Prinzip mein Programm mit Absicht zum Absturz bringen kann, indem ich ihm ein ungültiges Feld vorsetze. Ich verfolge hier das Ziel, den Code möglichst einfach zu halten. Deswegen mache ich da nicht x Sicherheitsabfragen rein, aber trotzdem der Hinweis, dass man das im Prinzip müsste. Wenn ihr also mal sowas wie Website-Programmierung oder sowas macht, dann stellt sicher, dass A auch existiert und nicht 0 ist und zweitens, dass auch mindestens ein Element enthalten ist. So, nun sind wir aber wirklich fertig und können uns der nächsten Aufgabe zuwenden, die Zahl, also die zweitgrößte Zahl zu finden in unserem Feld. Gut, dann machen wir doch auch noch die Suche nach der zweitgrößten Zahl. Also ich habe gesagt, so getan, als wäre das viel schwieriger. Das stimmt nicht. Man muss nur kapieren, dass es drei Fälle gibt. Ich könnte das jetzt kopieren, aber oft ist es eine bessere Idee, das tatsächlich neu zu schreiben, weil man dann nicht aus Versehen Annahmen macht, die dann, ne, dass man dann Sachen vergisst. Also public int, da ändert sich nichts. Find, ich nenne das jetzt einfach mal second maximum. Auch das kriegt ein Feld namens a. So. Und ja, und da geht das jetzt schon los. Ne? Wir suchen zwei Zahlen letzten Endes die größte, denn wir können die zweitgrößte nur genau dann richtig bestimmen, wenn wir die größte kennen. Das heißt, wir brauchen zwei Zahlen. Jetzt haben wir das bei dem Maximum so gemacht, dass wir das auf a von 0 gesetzt haben. Aber jetzt kann es ja sein, dass die oder wir würden das jetzt nochmal genauso machen. Wir hätten also dann eine Variable, nennen wir sie Max, ne? Die ist a von 0. Und int max 2, das also, das soll die Zahl sein, die mich tatsächlich interessiert. Da sagen wir dann, das ist a von 1 oder a an der Stelle 1. So, jetzt kann das aber ja passieren, dass die von den beiden die größere Zahl an der Stelle 1 steht. Na, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, wenn das Feld so aussähe. Und dann werden die ja genau falsch rum. Das heißt also, was ich machen muss, ist tatsächlich hier erstmal abfragen, ist denn a von 0 wirklich größer als a von 1? Und dann wäre es richtig rum. So, ne, dann wäre das angenommene Maximum zu Beginn bei a von 0 und die zweitgrößte Zahl an der Stelle 1. Und dann können wir das rumdrehen und dann können wir sagen, aha, wunderbar. Dann haben wir hier Max
wird zu a von 1, weil das ja dann die Größe, ne, weil das dann die größere Zahl ist. Und int max 2 wird dann a von 0. So. Der eine oder andere sieht wahrscheinlich jetzt schon das Problem, aber lass uns da mal reinlaufen. Machen wir unsere Vorschleife. Sagen wir int i wird zu, ja, bei 2 können wir dann anfangen, ne? Wir machen das so lange, wie a kleiner ist als a Punkt length. So, machen wir Licht an. Und wir machen das so, oder wir erhöhen i immer um 1. So. Gut. Ja, jetzt gibt es im Wesentlichen drei Fälle. Der erste ist, die Zahl an der Stelle i interessiert uns nicht, weil sie kleiner ist als max 2. Aber es kann sich ja um die größte Zahl handeln. Also das heißt, a von 0, Entschuldigung, a von i ist größer als max. Dann würde das heißen, ne, neues Maximum. So. Das zweite, was passieren kann, ist, wenn die Zahl an der Stelle i zwar nicht größer ist als max, aber größer als die bisher zweitgrößte Zahl. Ne? Das heißt also, a von i ist die neue zweitgrößte Zahl. So. Gut. Ich habe aber gerade hier eine kleine Fehlermeldung bekommen, nämlich genau hier, dass er die Variablen Max und Max 2 nicht kennt. Ja? Das liegt im Wesentlichen daran, dass es sich bei beiden um lokale Variablen handelt, die ja nicht nur in einer Methode, hier Find Second Maximum definiert sind, sondern tatsächlich nur in dem Block, in dem sie stehen. Und ein Block sind oder wird gekennzeichnet durch diese geschweiften Klammern. Das heißt also, in Zeile 16 wird Max geboren, stirbt aber dann direkt wieder nach Zeile 17, weil da der Block zu Ende ist. Das heißt, da vergisst Java diese Variablen auch sofort wieder. Ja, wie können wir das aber jetzt machen, dass wir die zwar deklarieren, aber erst an dieser Stelle initialisieren? Nun, eigentlich ganz einfach. Wir machen die Deklaration direkt am Anfang der Methode, sagen, es gibt zwei Integer-Variablen, Max und Max 2, und die belegen wir aber erst an dieser Stelle mit irgendwelchen Werten. Und damit funktioniert unser Programm wieder. Das ist schon ganz gut. Jo, dann. Ach, mache ich diese Fehlermeldung auch gleich weg. Ne? Das heißt ja, ganz am Ende der Methode muss ich die Zahl zurückgeben, die ich haben will. Das wäre in diesem Fall max 2. Und dann können wir uns darum kümmern, was jetzt hier passieren soll. Der erste Gedanke ist wahrscheinlich, dass wir jetzt sagen, na gut, dann setzen wir max auf a von i und damit ist die Sache erstmal erledigt. Und an dieser Stelle sagen wir, max 2 wird zu a von i, na, achso, da habe ich noch vergessen zu sagen, dass dieses else-if, da fehlt was, dass dieses else-if ja dafür sorgt, dass dieser Fall auch nur dann auftritt, wenn a von i nicht kleiner ist als max. Das heißt also, a von i befindet sich genau zwischen diesen beiden Werten. Ja, das ist also dieses else schon wichtig. Ne? Also das heißt, wir suchen, wenn a von i die größte Zahl ist, bla bla bla, macht dies und jenes. Ansonsten, wenn ne, es aber größer ist als max 2, dann wird es brav abgespeichert, wie das gewünscht ist. So, warum funktioniert das hier noch nicht? Nun, ich habe jetzt hier zwar ein neues Maximum, aber was ich vergesse oder vergessen habe bislang ist, dass wenn ich ein neues Maximum habe, dann ändert sich ja auch die zweitgrößte Zahl und zwar von dem bisherigen Maximum und dem alten Maximum. Ne, Entschuldigung, die ändert sich von der bisherigen zweitgrößten Zahl zu der bisher größten. Das heißt also, was ich brauche, ist, dass ich da den Wert von Max rette sozusagen. Und als allererstes den alten Wert von Max als zweithöchste Zahl speichere und dann erst Max überschreibe mit der neuen, mit der neu gefundenen größten Zahl. Und erst dann funktioniert mein Programm genauso, wie es soll. Das sind so kleine Tricks. Das ist ja auch eine schöne Klausuraufgabe, sowas in der 10. Ja, aber ich bin ja nicht drauf reingefallen. Insofern kann ich jetzt hier
ich nenne das jetzt M2, damit die Variablen anders heißen, das Ganze ausprobieren. Und das habe ich jetzt Second Maximum genannt. Gibt es bestimmt noch ein besseres Wort, egal. So. Und, ach, was mache ich denn für Quatsch? So. So, dann speichere ich das da ein und gebe das Ganze dann auch auf dem Bildschirm aus. Na, Printline, Printline. Die 2, ich kürze das jetzt ab, größte Zahl. Doppelpunkt, Leerzeichen plus. M2 habe ich die genannt und da fehlt noch eine Klammer. So, dann probieren wir das mal aus. Achso, ach Quatsch. Es ist schon spät am Tag. Hier will ich nur das Feld übergeben. Das gibt es ja schon. Und dann mache ich auch in dem ersten Test, setze ich das auf die ursprünglichen Werte mit der 34 am Anfang. Ach, was soll's. Wir machen sofort dann ein neues Testarray. Nennen das B. So, und finden auch da die zweitgrößte Zahl, die nenne ich jetzt mal, ach, die deklariere ich einfach nicht neu. Und da muss ich aufpassen, dass er dann das neue Array nimmt. So, der Rest bleibt gleich. Und dann mache ich noch einen dritten Test gleich. Da verwende ich einfach das alte B. Ah ne, das geht nicht. Ja, so ein kleiner Java-Hack. Ich kann diese Form der statischen Zuweisung tatsächlich nur machen bei der Initialisierung. Das heißt also, während die Variable deklariert wird, dann kann ich ihr so ein Zahlenfeld direkt zuweisen. Hier ist es eine dynamische Zuweisung, also ein statisches Feld. Na, ich gebe das in meinem Programmcode vor, aber das ist eine dynamische Zuweisung, die mittendrin in diesem Programm erfolgt und da muss ich noch ein New Int Array davor schreiben, damit das Ganze funktioniert. Ja, das sind so Dinge, die Java jetzt nicht unbedingt sehr einsteigerfreundlich machen. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Was ich auch genauso hätte machen können, ist einfach eine Variable C nehmen. Aber in diesem Fall habe ich mich aus Umweltgründen fürs Recycling entschieden. Naja, schrecklich viel Sinn macht das Ganze noch nicht, weil die Felder vollkommen identisch sind. Also mache ich da jetzt einmal die erste Änderung, dass die Zahl an der Stelle 0 kleiner sein soll als die an der Stelle 1. Das machen wir ausprobiert. Und dann, das, was ich noch nicht hatte, ist, dass die allergrößte Zahl ganz vorne ist in dem Feld. Und wenn ich dann, naja, lassen wir es laufen. Dann schauen wir mal, was wir zurückbekommen. So, da ist es. Also in diesem Fall, bei dem ersten Feld ist es korrekt, ne, in A. Die zweitgrößte Zahl ist die 34, die steht ganz am Anfang. In Feld B ist das auch korrekt. Da steht sie allerdings zu Beginn an der Stelle 1, aber das ist richtig. In dem dritten Feld ist die allergrößte Zahl direkt ganz vorne und er speichert aber dann die 53 korrekt ab als zweitgrößte Zahl in diesem Feld. Das heißt, ich freue mich, trinke eine schöne Cola und ne, bin begeistert, dass ich gute Arbeit gemacht habe als Programmierer. Ihr dürft das ja dann auch. Insofern sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.